Jetzt sehen wir etwas. Na wirklich? Mike Gray und ich probiere gerade das neue Spiel von Blindflug aus, das heisst Reformat Z. Vor fast 600 Jahren hat in Zürich eine Revolution angefangen. 600 Jahre? Mit dir fängt sie heute wieder an. Ja, aber der Zwing ist aber nicht aus dem Fenster gekommen, im Fall. Wow, Achtung! Also, da ist wieder so ein Böse mit seinem Gerät. Ah, der Gräbigass. Geh zum Hirschenplatz. Können wir ausschalten. Jetzt können wir dem vorbei, alles klar. Also, es geht offensichtlich darum, Leute und sich selber von einer, eben von einer totalitären Regierung zu befreien. Da sehen wir so dystopische Zukunftsperspektive von einem Land, wo Kommerz und Regierung offenbar so eng beieinander sind, dass die Firma Libria über alle regiert und alle ausspioniert und auch die Leute offenbar einfangen und wegsperren. Weißt du was? Jetzt zwei Möglichkeiten: entweder klettern oder unten bleiben. Klettern ist fast immer gut. Gute Sachen findet man fast immer in der Tüche. Und die USA arbeiten? Ja gut, der Trump ist schon gestorben. He? Von dem her ist für die Chance in die USA. Aber etwas stellt man fest, da ist auch ein Element von Gamification drin. Dass man Games baut, die lustig sind zum Spielen, wie das Spiel hier. Aber auch schaut, dass gewisse ernst gemeinte oder pädagogische gemeinte Inhalte reinkommen, wie zum Beispiel die Lukentext. Über die Reformation, über Zwingli. In Person? Ich habe die von Libria unsere Nachrichten nicht empfangen können. Sicher nicht, wir sind ja schlau und so. Und so Hackers. Der Widerstand. Ja, offenbar Hackers und offenbar reformierte Hackers, wie sie sich mit Zwingli auseinandersetzen. Offenbar hat irgendwie der Versuch, sich von dieser Libria zu befreien, etwas mit einer alten Zürcher reformatorischen Geschichte zu tun, wie offenbar Zwingli und andere das geschafft haben, Zürcher von der Macht von Rom zu befreien. Von wo hat Libria gewusst, dass ich sie hacken will? Ah. Libria weiss alles. Also wie Google, nur bösartiger. Und vielleicht auch unterschwellig. ein Unbehagen Kommerz gegenüber. Ja? Oder ein Unbehagen grosse, globalisierte Firmen gegenüber. Das ist auch wieder vielleicht ein reformiertes Charakteristikum. Also vielleicht steckt schon jetzt ein bisschen mehr reformiert drin, als man gerade sofort meint. Nein, jetzt kommt er aber wieder retour. Kann ich den Regen abstellen? Nein, gar nichts. Denkst du, dass man das Game auch für den Konfunterricht brauchen könnte? Also, ich meine, die Jugendlichen brauchen etwas zu tun, wenn ich ein Prediger bin, oder? Du hast mir den Konfirmand auf keinen Fall zeigen.